Der Fritz-Gerlich-Preis 2022 geht an den Film Nicht ganz koscher, eine göttliche Komödie. Bei der Preisverleihung in der alten Kongresshalle in München überreichte Kardinal Reinhard Marx die Auszeichnung an die beiden bewegten Regisseure Stefan Sarrazin und Peter Keller. Die deutsche Produktion dreht sich um den ultraorthodoxen Juden Ben aus Brooklyn, der den Verkupplungsversuchen seiner Familie entgehen will. Deshalb bietet er an, nach Alexandria zu fliegen, um die einst größte jüdische Gemeinde der Welt zu retten. Dort fehlt nämlich dringend der 10. Mann, um das Pessachfest zu feiern. Alles begann eine Woche vor Pessach. Als Mario Savoni beschloss, überraschend zu sterben, und so die jüdische Gemeinde von Alexandria mit nur 9 Männern zurückließ. Einen zu wenig für einen Minyan. Einen zu wenig, um Pessach zu feiern. Du brauchst doch nicht etwa ein Taschentuch. Machst du Witze? Nein, ich bin wütend. Wütend? Wie kommt er dazu, eine Woche vor Pessach zu sterben? Hätte er nicht noch warten können? Oder besser gar nicht sterben? Er war schon immer so ein Dickschädel. Das darfst du nicht sagen. Alles geschieht nach Hashems Plan. Nach Hashems Plan? Ich kann nur hoffen, er hat auch für uns einen Plan. Nachdem Ben zuerst das Flugzeug verpasst und dann auch noch in der Wüste Sinai aus dem Bus fliegt, wird ein muslimischer Beduine, der sein Kamel sucht, zu Bens letzter Hoffnung. Nicht ganz koscher stellt dabei die Frage, wie man ultraorthodoxe Religionspraktiken aus Brooklyn mit Beduinenpragmatismus aus der tiefsten Wüste vereint. Du kommst im Muslimland. Du läufst rum wie Moses. Jedes Auto ist für dich Taxi. Jedes Wasser für Wash-Wash. Und du machst mein Brot koscher. Verzeihung. Und warum kommst du nicht? An Schabbes ist es nicht erlaubt, Dinge zu tragen. Also. Aha. Und du denkst, dass jemand vielleicht für dich. Lal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 
Für Erzbischof und Jury steht fest, mit seiner Botschaft von Humanität und Großherzigkeit ist nicht ganz koscher ein würdiger Gewinner des Fritz-Gerlich-Filmpreises 2022. Gehen wir, bevor es zu heiß wird.